Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBcarsTV und ich habe mich durch 70 Jahre Formel 1 Geschichte geklickt, um die besten Lackierungen und Designs zu finden. Und heute reden wir über nun die aktuellen Autos. Aus der Zeit von 2017 bis 2021, die sogenannten Wide Boys. Ich werde meine Top 10 besten Lackierungen euch jetzt präsentieren. Dabei gibt es ein paar Regeln. Die erste Regel ist: keine doppelten Lackierungen, damit diese ganze Liste nicht voller Toro Rossos ist. Und die zweite Regel ist, es müssen echte Lackierungen gewesen sein, die irgendwann auf der Strecke mal zu sehen waren. Aber das heißt auch, dass Testlackierungen in dieser Liste mit dabei sind. Und denkt daran, Leute, das ist meine eigene Meinung. Wenn ihr eine eigene Meinung habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde liebend gerne von euch hören, welche Autos euch denn gefallen aus dieser sehr interessanten Zeit der Formel 1. Auf Platz 10 haben wir ein Auto von 2018, welches von einem meiner Lieblingsfahrer Nico Hülkenberg gefahren wurde. Es ist der Renault RS18. Mir gefällt einfach so sehr, dass das Auto von vorne fast komplett gelb aussieht. Und außerdem diese kleine französische Flagge in der Nase zu sehen ist, welche echt süß ist. Aber von der Seite das Auto einfach komplett dunkel schwarz aussieht. Bevor Mercedes die schwarze Lackierung übernommen hat, war das hier das dunkelste, das mieseste, fieseste Auto, wenn man es von der Seite gesehen hat. Ein richtig cleveres Design und deswegen auf Platz 10. So, auf Platz 9 breche ich schon meine eigenen Regeln so ein bisschen, denn auf Platz 9 sind zwei Autos, aber es ist dasselbe Auto, nämlich der 2020er Williams. Vor dem Lockdown und der Corona-Krise sind sie in Katalonien aufgetaucht mit dieser richtig schönen klassischen Lackierung aus Weiß, Blau und Rot. Die Lackierung, die man vor allem in den 70ern ganz oft gesehen hat auf ganz vielen Formel 1 Autos. Leider ist dann, als die Corona-Krise losging, ihr Titelsponsor Rocket abgesprungen. Aber die Lackierung, die sie danach gemacht haben, ist vielleicht sogar ein klein bisschen besser. Klassische Williams-Farben, weiß, blau und dunkelblau und richtig clevere Design-Details, so das Weiße am vorderen Flügel oder auch das breite, große Williams, das vorne auf dem Heckflügel zu sehen ist. Dieses Design ist simpel, aber es funktioniert so gut. So, auf Platz 8 ist das erste Auto von 2021 und es ist wahrscheinlich das Auto, das am meisten gelitten hat, seit ich es in den Renderings gesehen habe. Es ist nämlich der Alpine A521. Gefahren von Fernando Alonso und Esteban Ocon. In den Renderings sieht diese Lackierung so geil aus. So eine Mischung aus Satin- und Metallic-Lackierung, richtig auffällige blaue Farbe und dann wieder diese Details in Weiß und Rot. Eine sehr gute Farbkombination, wie wir sehen. Aber nachdem ich das Auto auf der Strecke gesehen habe, gefällt es mir doch ein bisschen weniger. Es ist ein bisschen zu matt und wenn keine Sonne wirklich runterscheint oder künstliches Licht, dann schimmert es nicht so schön wie in den Renderings. Auf Platz 7 ist ein Auto, das wir vielleicht ein klein bisschen vergessen haben, denn wir assoziieren sauber eher als Alfa Romeo heutzutage. Aber in 2017 ist sauber noch als sauber gefahren mit dem wunderschönen C36. In den Jahren davor hatte Sauber eine blau- und gelbe Lackierung mit weißen Akzenten, aber hier haben sie anstelle von dem Gelb so ein wunderschönes Gold verwendet, um 25 Jahre Sauber zu feiern. Und es funktioniert so gut! Das Blaue auf der Nase und dem Engine Cover, die goldenen Akzente auf den Flügeln und als Akzentstreifen überall. Außerdem finde ich, ist es eines der besten Nummer-Integrierungen in der Lackierung überhaupt. Denn es ist auf dem weißen Sidepod mit drin, sozusagen ausgeschnitten in dem wunderschönen Dunkelblau von oben. Eine Lackierung, die ganz oft übersehen wurde, weil dieses Auto immer ganz hinten fuhr, aber nicht zu übersehen, da es so wunderschön ist. Apropos Sauber und Alfa Romeo, denn auf dem nächsten Platz, auf Platz 6, haben wir einen Alfa Romeo. Aber nicht der C41 von diesem Jahr. Viele Leute mögen den, aber ich finde den ein bisschen zu messy. Nein, meine Lieblingslackierung von Alfa Romeo ist die von 2019, von dem C38. Diese Lackierung ist einfach so simpel, aber effektiv. Das wunderschöne, dunkelrot schimmernde oben mit dem großen, angeschnittenen Alfa-Logo. Und diese kleine graue Linie, die von vorne von der Nase wirklich bis ganz hinten durchgeht. Und das Sauber Engineering, was auf der Seite draufsteht, ist ein nettes Detail. Dieses Auto wurde ja zuallererst auf der Strecke in einer Art Erlkönig-Lackierung gesehen, aber die normale Lackierung gefällt mir eher.
So, die Top 5. Und hier ist es gut, dass ich dieses Video erst jetzt mache, denn diese Lackierung ist wohl die neueste, denn sie wurde nur einmal verwendet. Ja, ich rede von der Monaco Gulf Lackierung von McLaren. So macht man eine Retro-Lackierung auf einem Formel-1-Auto. Es ist so gut. Es ist die richtige Farbkombination mit dem Orange, das McLaren ja in den letzten Jahren gehabt hat, und diesem Hellblau von Gulf, welches auch auf den alten Autos zu sehen ist, wie hier zum Beispiel auf dem F1 GTR Longtail. Die Driver-Overalls in den passenden Farben, die Retro-Startnummern. Diese Lackierung ist 100% besser wie die normale Lackierung, die sie dieses Jahr fahren. Aber es ist nicht das am besten aussehende Auto von diesem Jahr, denn auf Platz 4, meiner Meinung nach, ist der Aston Martin. Ich liebe ein grünes Formel 1 Auto. Das letzte Mal, dass wir ein grünes Formel 1 Auto gesehen haben, war 2014, das schreckliche Caterham Team. Aber dieses Auto funktioniert so gut. Es ist nicht British Racing Green, so wie viele Kommentatoren sagen. Es ist tatsächlich Aston Martin Grün mit so einem kleinen blauen Schimmer mit drin. Meiner Meinung nach funktioniert das Pink so gut mit dem Grün zusammen. Viele wünschen sich ja dieses Lime Yellow, das Aston Martin auf seinen GT-Autos benutzt hat als Akzentfarbe. Und jemand auf Reddit hat tatsächlich dieses Design umgesetzt. Aber ich finde ehrlich, dass das Rosa vielleicht doch ein bisschen besser funktioniert. Also bravo Aston Martin für diese Lackierung, und bitte ändert sie nicht so, wie ihr es vorhabt. Sie passt so, wie sie ist. Lasst es einfach. So, es geht aufs Podium, und dieses Auto war zu seiner Zeit meistens ganz oben auf dem Podium. Genauer gesagt im Jahr 2019, denn auf Platz 3 ist der Mercedes W10. Es war der letzte echte Silberpfeil, der im Rennen zu sehen war, und der Übergang zwischen dem Silbernen und dem Schwarzen ist wirklich clever gemacht mit diesen kleinen Mercedes-Sternen überall und auch dem einen roten Mercedes-Stern für Niki Lauda. Mein Mercedes hat auch, als Niki Lauda gestorben ist damals in Monaco, eine spezielle Lackierung gehabt mit dem Halo in Rot wie Nikis Kappe. Und in Deutschland hatten sie tatsächlich auch eine spezielle Lackierung, die 125 Jahre Mercedes Sonderlackierung. Ich mag trotzdem die normale Lackierung, einfach auch wegen den kleinen Akzenten in Türkis, vor allem diesem Swoosh, der da drin ist, der so ein bisschen aussieht wie ein Lichtschwert tatsächlich. Auf dem zweiten Platz ist wohl der Favorit für die meisten Leute. Ich habe es am Anfang des Videos angesprochen, der 2018er Toro Rosso. So eine gute Farbkombination. Wieso die nie jemand benutzt hat, verstehe ich nicht. Ein wunderschönes, grelles, dunkelblau als Basis, ähnlich wie die des Saubers, aber dann mit dem knalligen Rot als richtig Oldschool-Streifen, der von vorne nach hinten als Band wirklich durchgeht. Und dann silberne Red Bull-Logos. Das ist so perfekt. Der Kontrast zwischen diesen drei Farben ist so groß. Und dieses Auto wurde immer erkannt, wenn es auf der Strecke war. Es wurde ruiniert, als Red Bull dann das Team in Alpha Tauri umgenannt hat. Aber das ist nicht meine Lieblingslackierung von diesem Jahr. Aber bevor wir uns diese Lackierung anschauen, gibt es hier ein paar Honorable Mentions. Der 2017er Force India in der Testlackierung, auf jeden Fall deutlich besser als die Pink Panther Lackierung, die sie danach übernommen haben. Die 2018er Red Bull Testlackierung, sehr cool aussehend für eine Testlackierung, aber funktioniert wahrscheinlich nicht so gut auf der Rennstrecke wie die klassische Lackierung. Apropos, der 2021er Red Bull RB16B, die beste Version von dieser Lackierung. Und die 2018er Ferrari-Lackierung. Die beste Ferrari-Lackierung von dieser Zeit, obwohl es einfach nur ein rotes Auto ist. Obwohl ich gesagt habe, dass ähnliche Lackierungen nur einmal vorkommen, ist doch die Gulf-Lackierung von McLaren in Monaco anders genug gewesen. Und deswegen ist auf dem ersten Platz der 2019er McLaren MCL34 gefahren von Carlos Sainz und Lando Norris, der großen Bromance. Dieses Auto mit diesen Fahrern sorgte dafür, dass ich McLaren-Fan wurde. Es ist einfach so perfekt, diese Lackierung. Das wunderschön klassische Papaya-Orange gepaart mit diesem wunderschönen knalligen Blau. Ich glaube, man kann sehen, ich liebe blau-knallige Autos.
Und das Ganze getrennt von diesem richtig kreativen Dreiecksmuster, welches ganz oft immer noch heute mit den heutigen Autos in Fanart benutzt wird. Was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass McLaren wusste, dass diese Autos so ultra kompliziert sind. Und deswegen haben sie alle von den hässlichen Details wie die Barsports oder diese seltsame Nase, die McLaren hat, in einer schwarzen Farbe getunkt, sodass es nicht so auffällig war, ebenso wie das Halo damals. Und in diesem schwarzen Bereich haben sie ihre kleinen Sponsoren in weiß so schräg angeordnet hingemacht. So clevere Sponsorenplatzierung, dass das Design immer noch so richtig raussticht. Ich liebe so ziemlich alles an dieser Lackierung und deswegen ist es definitiv meine Lieblingslackierung von dieser Zeit. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, meine Picks waren nicht zu kontrovers, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, wenn ihr selber eure Meinung mir mitteilen wollt, dann schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ich würde liebend gern von euch hören, welche euch gefallen oder ob ihr diese Lackierungen anders anordnen würdet. Ich hoffe, dass dieses Video gut ankommt, weil ich würde daraus gerne eine Serie machen, wo ich auch weiter zurück in die Zeit gehe und euch da meine Lieblingslackierungen und Designs vorstelle. Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich wieder ein Video im echten Leben, haha, und nicht in meiner kleinen Grotte hier. Und damit ihr das nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button und ich sehe euch nächste Woche für ein In-Real-Life-Video. Ciao!